Wunderschönen guten Tag, Freunde, und willkommen zu einer weiteren Folge Dodolytics. Ja, und die große Frage ist, was wäre wenn? Seit der Folge 52 von gestern der Spandauer Dodo Wars stellen sich wahrscheinlich viele die Frage, was wäre passiert, wenn nicht die Pause eingesetzt hätte? Und darüber möchte ich heute reden. Um das kurz zu erläutern, Johnny und Alex haben eine sehr sneakige, aber sehr geile Aktion gebracht, um, ja, Max und Mori ordentlich zurückzuwerfen in den Spandauer Dodo Wars. Und leider kam es, wo sich das Ganze zum Höhepunkt zugespitzt hatte, zu einer Unterbrechung, weil der gute Kalle durch einen Bug leider in einem Felsen festgesteckt hat. Gut, jetzt habe ich mir natürlich die Frage gestellt, was wäre, wenn Kalle nicht in dem Felsen gestuckt hätte, wenn es weitergegangen wäre. Und ich denke, viele von euch haben sich bestimmt auch die Frage gestellt und deswegen habe ich ein paar Sachen vorbereitet. Die Ausgangssituation ist leider in allen folgenden Szenarien immer die gleiche, und zwar, dass Max definitiv alleine sein wird, da Mori sich leider sehr unglücklich verlaufen hat, und glaubt mir, das passiert schnell. Das ist mir am Anfang auch andauernd passiert. Gut, jetzt ist natürlich die große Frage, war es wirklich der Riesenfehler, die Dinos auf passiv zu pfeifen, oder war es eventuell gar nicht so schlimm? Dafür habe ich auf jeden Fall jetzt ein Beispiel für euch, das ich euch jetzt zeigen möchte. Gut, gehen wir mal davon aus, die Dinos wären auf neutral gewesen und nicht auf passiv. Was wäre also passiert? Die Bärenbrüder hätten die Tore aufgesprengt und nachdem die Tore weg gewesen wären, wären die Rexe rausgestürmt und Johnny und Alex hätten sie ganz gediegen einfach in die Fallen reingezogen. Das heißt, im Prinzip wäre es gar nicht so viel besser gewesen, wenn die Rexe auf neutral gewesen wären, denn alles in allem hat es Alex und Johnny nur Zeit gespart, aber wirklich viel mehr gebracht hätte es nicht, da sie einfach in die Fallen, wie gesagt, reingelockt hätten, so lange bis alle drinstecken, und danach hätten sie sie ganz gediegen einfach killen können. Hier muss man natürlich lobend die Vorgehensweise von Alex und Johnny erwähnen, denn sie haben sich auf jeden Fall mehr als lang genug Gedanken gemacht, wie sie das Ganze angehen möchten, und ja, haben den Plan solide ausgeführt und sind vor allem nicht auf den Dodo-Trick reingefallen. Da kommt ein Dodo auf uns aggressiv zu. Das ist deren Versicherung. Hey. Wenn das Zimmer nicht töten. Ja. Das ist ganz gut gewesen, weil wenn das der Fall gewesen wäre, dann hätte die Geschichte ganz anders aussehen können. Dann hätte Max nämlich viel früher Bescheid gewusst, dass jemand bei ihrer Base ist, und wäre sofort zurückgegangen, als der Dodo gestorben wäre. Und zu dem Zeitpunkt war gerade mal das erste Tor offen und ja, da hätte man noch einiges verhindern können. Sie hätten natürlich noch ein bisschen angenehmer aus der Sache rausgehen können, indem sie die Dinos erst hätten stehen lassen und die Base aufgeknackt hätten, um sich da ein bisschen was zu nehmen und danach die Dinos zu töten. Das hätte unter Umständen in die Hose gehen können, die Chance dafür wäre aber sehr gering gewesen, weil dann hätte jemand zu dem Zeitpunkt, wo das Ganze geschehen ist, in den Tri-Block gucken müssen, also entweder Max oder Mori, um zu sehen, dass gerade Strukturen zerstört wurden, denn das wird nämlich nicht angezeigt. Das ist nur der Fall, wenn Dinos getötet wurden. Da sie ja leider am Ende noch von Max überrascht wurden, haben sie das Looten also eingestellt. Hätten sie es andersrum gemacht, hätten sie den Loot auch noch nehmen können. Aber ist jetzt nicht so, als wären sie da schlecht rausgegangen aus der Situation. Kommen wir nun zum nächsten und wahrscheinlichsten Szenario. Also ich glaube, wenn wir dich jetzt killen, wäre der Shitstorm halt unendlich. So. Also ich stehe die ganze Zeit. Schwer zu sagen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich jetzt gestorben wäre. Und genau der Meinung bin ich auch. Nämlich, nachdem Max in die Falle gelaufen ist mit seinem Iguanodon und auch von diesem abgemountet wurde, wäre er den Bärenbrüdern komplett hilflos ausgeliefert gewesen. Und da hätte ihm auch eine Shotgun mit 2 Schuss nicht viel gebracht. Denn die beiden Bären sind extrem krass gelevelt und ja, da hätte er nicht lange gegen anhalten können. Es gibt allerdings noch eine weitere Möglichkeit, wie das Ganze hätte ablaufen können. Und zwar so, dass Max zwischen den Beinen des Brontos herhuscht und eventuell an die nächste Klippe kommt, um da runter zu springen und seinen einzigen Fallschirm zu nutzen, um davon zu schweben. Wahrscheinlich wäre das Ganze allerdings dann trotzdem so ausgegangen. Was dennoch hätte passieren können, wäre allerdings, dass Max es zur Klippe schafft, mit dem Fallschirm bis zu dem See fliegt, ohne von Alex oder Johnny getroffen zu werden, was natürlich sehr unwahrscheinlich ist. Ich denke, dass Alex seinen PUBG-Skill da doch zu beiträgt, dass er den da ganz gut aus der Luft holen könnte. Aber sollte es der Fall sein und er bis über den See kommen, könnte er den Fallschirm schließen und sicher ins Wasser landen. Und sollten sie ihn dann immer noch nicht treffen, während er langsam im Wasser unterwegs ist und sie ihn von oben beschießen, dann könnte er tatsächlich bis in den Wald kommen, um das Ganze zu überleben. Aber wie gesagt, das ist auch nicht unbedingt wahrscheinlich. Ich würde die lieber hier irgendwo hinstellen. Weißt du, so einfach... Wenn wir wegrennen, meinst du? Ja, einfach hier in jeden Busch oder so. Mhm. Und dann... Und wenn wir da selber reinlaufen? Kennst du uns, Dussel, doch.
Sollte das der Fall sein, würde der Captain himself sich natürlich heroisch von seinem Iguanodon abmounten lassen, sich rumdehnen, den ersten sofort wegsnacken und sich einen erbitterten Kampf mit dem zweiten Überlebenden auf Leben und Tod liefern, um danach beide digital zu ermorden. Das waren jetzt auf jeden Fall ein paar mögliche Szenarien, die sich hätten ereignen können. Ob es jetzt irgendeine Form dieser Beispiele gewesen wäre, kann man leider nicht sagen. Wir werden es niemals erfahren. Was man allerdings sagen kann, ist, dass Alex und Johnny das Ganze sehr gut gespielt haben. Es war spannend, es war lustig und es war actionreich. Was will man eigentlich mehr? Gut, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.